Moin, liebe Elbkick TV-Fans. Mein Name ist Jan-Ole Holz, spiele bei SV Blankenese in der A-Jugend und bin im rechten Mittelfeld aktiv. Ich stelle euch heute meine Traumelf vor. Wir fangen direkt an mit unserem Torwart Momme Paulsen. Spielt bei SG Eiderstedt, ist ein super Torwart, hält jeden Ball und macht Spaß, mit ihm auch in der Freizeit zu spielen. Jedes Jahr an der Nordsee. Geht's weiter mit Ali Akbari auf der rechten Seite. Spielt bei SV Blankenese 3. Macht ja super Trainingseinheiten mit, kann bei den Spielen immer voll dabei sein. In den Zweikämpfen ist er sehr aktiv und ja, bringt Spaß mit ihm. Weiter geht's mit Harris in der Endverteidigung, spielt ebenfalls bei SV Blankenese 3. Ist ein sehr großer, starker Endverteidiger. Technisch auch sehr stark und ja, in der Offensive bei den Eckbällen ist er auch sehr, sehr aktiv und ja, sehr guter Endverteidiger. Weiter geht's mit Robin Zabel, spielt auch bei SV Blankenese 3. Ist ein sehr starker, etwas kleinerer Innenverteidiger, aber er ist sehr dynamisch und ja, einfach stark, kann man nicht so sagen. Auf der linken Seite ist Amir, spielt auch mit uns in der dritten Mannschaft bei Blankenese. Er ist nicht der Schnellste, aber auch im Zweikampf sehr stark und nach hinten arbeitet er auch immer sehr zuverlässig. Weiter geht's auf der 6 mit Cendrim. Ein sehr guter Kollege von mir, ist einfach einer der stärksten der Mannschaft von SV Blankenese 3. Er ist schnell, technisch stark, hat einen Schuss wie sonst was und ja, bringt immer Spaß mit ihm zu spielen, auch in der Freizeit und ja, ein netter Typ. Weiter geht's mit der anderen 6, Marvin Zabel, der Bruder von Robin. Er ist ja sehr, sehr stark im Zentrum, macht die Mitte dicht und nach vorne hin auch immer sehr präsent und technisch auch sehr, 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 sehr stark. Auf der rechten Seite geht es weiter mit Ali Ghulami, der andere Ali, Ali 2 kann man sozusagen sagen. Er ist der Linksfuß, zieht gerne mal nach innen und zieht auch der zweiten Reihe mal ab. Das bringt auch sehr Spaß mit ihm. Zweikampf stark ist er auch ebenfalls und hat ja auch einen sehr, sehr schönen Schuss. Auf der linken Seite ist Luis Frey. Mit ihm habe ich auch lange trainiert bei SV Blankenese 3 und ja, macht sehr, sehr starke Spiele. Hat auch mal zwei, drei Ausfälle, aber das macht ihn auch irgendwie aus und hat auch einen starken Schuss, ist ein schneller Mann und gehört einfach in die Traumelf. Auf der 10 geht es weiter mit Hossein. Spielt auch bei SV Blankenese 3. Ist ein klassischer Zehner, kann aber auch mal auf die Außen ausweichen, hat einen starken linken Fuß. Kopfballstark ist er auch ebenfalls und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Im Sturm habe ich Junior Zadetto, ist ein sehr guter Kollege von mir, kommt von der Nordsee aus St. Peter-Ording. Ist einfach ein zweikampfstarker Mann, er setzt immer seinen Körper ein, hat einen Schuss, ja, das ist einfach Weltklasse und was aus ihm wird, da bin ich sehr gespannt. Gehört auf jeden Fall in meine Traumelf.